Willkommen zurück zu Minecraft in der Wii U Edition bei mir, eurem Feuerstachel. Ihr habt mir ja die ganze Zeit geschrieben, yo, wann kommt wieder Skywars? Komm, mach mal wieder Skywars, ich weiß, du willst es doch auch. Und ja, ich wollte es. Und nun kam der Gamer 5 zu mir und hat gesagt, yo, ich hätte eine Mario Map für dich kreiert. Und schaut sie euch mal an. Klempnerröhren als Inseln, ein riesiger Fragezeichenblock in der Mitte sozusagen als Triumphplatz. Da ist allerdings hauptsächlich nur Essen verteilt und ein paar Bögen mit Pfeilen. Am Rande ein Yoshi-Ei, ein Boo, ein Koopa und ein Pilz. Also ich denke, besser hätte man eine Mario Skywars Map wirklich nicht gestalten können. Aber da würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, starten wir doch gleich mal durch. Ich hole mir einfach mal die ersten her, denn er hat mir zum Glück die Modrechte gegeben, sodass ich das Ganze auch hier wieder altbewährt mit meiner Teleportationstechnik bewerkstelligen kann. Und damit würde ich sagen, lasst die Spiele beginnen, liebe Freunde. Oh, hinter meiner Röhre befindet sich wirklich dieser Pelz. Ich glaube, der wird uns Glück bringen über dieses kleine, aber ziemlich spannende Spiel. Komm ich da runter? Danke. Hier unten befindet sich jeweils eine Kiste. Und oben ist, glaube ich, auch noch irgendwo eine Kiste versteckt. Und mal schauen, was da drin ist. Oh, wow, wow, ich muss mir wirklich alles selbst kreieren. Vielleicht hätte man es besser lösen können. Aber ich finde es schon richtig cool. So kann man zumindest ein Crafting Table oben einmal benutzen. Bei den meisten steht er einfach nur so da und denkt man sich, yo, schöner Crafting Table. Wird man zwar nie benutzen, aber bringt bestimmt schon ein bisschen was. Komme ich jetzt nicht mehr nach oben, oder wie? Nein. Jawohl. Hätte es darin gearbeitet, dann hätte ich mich gleich irgendwie vergraben gehen können. Dann hätte ich hier wahrscheinlich eh nicht so wirklich viel gerissen. Die andere Kiste ist da oben, deswegen gleich mal Zugriff gewähren. Oh, zum Glück ist hier mindestens etwas ausgerüstet gewesen, was ich nicht vorher erst noch craften muss. Ein Goldschwert ist jetzt zwar nicht wirklich das Gelbe vom Ei, aber es geht. Es geht. Da kann man sich nicht beschweren. So, ausrüsten. Wir haben 64 Blöcke, das heißt, wir können uns ohne Probleme zum nächsten rüberbauen. Ja, macht nichts. Er macht auch nichts, gut. Erstmal ausrüsten, die ganzen Sachen auflegen. Goldhelm, Diamant. Diamantbrustschutz, Lederstiefel. Und dann gleich mal die Lage begutachten. Damit ist noch niemand gewesen. Soll ich mich jetzt zur Mitte vorbauen oder soll ich einfach mal denken, okay, da wird sich bestimmt auch noch jemand anders hinbauen und das Essen ist es deswegen nicht ganz so sehr wert. Auch wenn ich Essen vielleicht schon ganz gut vertragen könnte. Deswegen, Freunde, wisst ihr was? Ich schnapp mir das Essen. Wenn es niemand anders will, dann schnapp ich es mir eben. Ich hoffe, niemand hat einen Bogen bekommen, aber ich denke nicht, dass jemand schon jetzt einen Bogen hat. Deswegen einfach mal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Einfach mal zur Mitte vorbauen. Komm, bitte schnapp mich nicht. Ich wette, gleich steht irgendjemand hinter mir. Denkt sich so, hey, Feuerstachel. Long time no see. Lange nicht gesehen. Freut mich, dass du jetzt auch endlich zu mir gefunden hattest. Aber nö, wirklich, niemand ist hier. Pfeile, Goldapfel. Freunde, ich schnapp mir das Ganze. Wurftrank der Stärke. Nice, 260% bei Anwendung. Ich glaube, ich bin jetzt wirklich der Overpoweredste hier überhaupt. Würde ich sagen, gönne ich mir noch mal kurz die Erfahrungspunkte. Und verzauber mich mal ganz kurz. Wobei, das Essen könnte ich mir auch noch schnappen. In welcher Kiste war das noch drin? So, hier war nichts wirklich Bewegendes drin. Hier, nur so ein paar Melonenscheiben. Die bringst du bestimmt voll. Will sich noch jemand anders zu mir vorbauen oder seid ihr da ein bisschen zurückhaltender? Ich glaube, sie sind jetzt ein bisschen eingeschüchtert, weil ich jetzt schon in der Mitte war. Tja, zu Recht würde ich sagen. Zu Recht, meine Kleinen. Ich kann den Bogen auch verzaubern, weil ich glaube, das Goldschwert bringt es fürs erste Mal ein bisschen mehr. Nemesis der Gliederfüße. Okay, das hat mir jetzt etwas wenig gebracht. Da habe ich mit ein bisschen mehr gerechnet. Naja, muss man auch mal mitleben. So, so, bitte Ausrüstung, Ausrüstung, Ausrüstung. Was kann ich mir noch aus Diamanten machen? Ich glaube, eine Hose nicht, aber die Schuhe zumindest. Die Diamantstiefel habe ich jetzt. So, ich brauche noch eine Hose. Kann ich mir die kurz auch noch irgendwie machen? Ich hätte 5 Gold, aber ich glaube, das reicht noch nicht ganz aus. Habe ich hier noch irgendwas drin? Pfeile? Könnte ich mir nehmen. Kein Problem. Pfeile sind immer gut. Will sich irgendjemand... Ah, da vorne. Hallo. Krieg ich dich? So. Was? Das leckt aber die ganz schön. Das leckt jetzt ganz schön. Warum das? Nice! Ich habe hier erwischt. Okay, Brille 55. First Blood. Und ich habe es mir gegönnt. Aber jetzt die ganze Zeit bloß in der Mitte rumzocken ist auch ein bisschen lahm. Deswegen würde ich sagen,
steigern wir uns noch ein bisschen in die Action rein. An welcher Seite gibt's denn noch was zu erledigen? Da drüben, aber er hat sich jetzt wirklich seine Base gebaut. Ich glaube, das ist Armin, weil er wieder dieses Glitter-Outfit hat, was einfach die ganze Zeit nur so glittert, und wo man sich denkt, ah, das ist doch gar kein Outfit. Ist es ja auch eigentlich gar nicht. Das glitzert halt bloß ein bisschen cool durch die Gegend, aber ansonsten ist auch nicht wirklich was. Na, du Kleiner, denkst, ich sehe dich nicht? Denkst echt, ich sehe dich nicht? Was? Ich habe meinen Bogen weggeworfen. Oh. Werfe ich den Bogen einfach zum Feier des Tages nochmal aus dem Fenster. Ich krieg dich, mein Lieber. Jetzt die ganze Zeit zu snipern, ist auch ein bisschen öde Taktik. Aber auch ziemlich cool. Ich glaube, bei unseren Häusern gibt es auch noch eine dritte Ebene, die man erkunden könnte. Soll ich es machen? Man müsste sich einfach wahrscheinlich noch weiter nach unten braben. Ich kann es probieren, aber jetzt haben sie halt wirklich die Mitte frei. Ich baue jetzt zumindest mal ein paar Inhaltes rein, damit man hier nicht ganz so gut durchkommt. Dup, 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 dup. Nein, so war es nicht gedacht. Ach egal, mach ich es einfach so. Na, also geht doch. Und mal schauen, ob hier unten noch irgendwas weiteres verborgen war. Weil ich glaube, einfach einen einzigen Schritt weiter nach unten und man kommt dann zur nächsten Ebene runter. Mal gleich ausprobieren. Was war das? Oh, Linigans ist gekillt worden. Schön. Ich wusste es doch, hier unten gibt es noch eine versteckte Kiste. Mit einer Enderperle und Keksen. Nice. Oh, Freunde. Ich glaube, wir haben es so halbwegs gut gerettet hier gerade eben. Also, mal schnell wieder nach oben bauen. Wir haben ja genug von diesen kleinen Pflastersteinchen. Und? Ne, essen sollten wir auch noch mal ein bisschen. Ich glaube, wir haben 4 OP-Äpfel, da gönne ich mir einfach mal ein. Und wo ist das Loch gegraben? Hier ist das Loch gegraben. Gleich mal wieder zurück nach oben. Ich glaube, wir sind wirklich sehr gut ausgerüstet, was das bis jetzt angeht. Da kann uns zumindest bis jetzt niemand so wirklich das Wasser reichen. Ich hoffe mal, auf der Insel chillt jetzt niemand, aber ansonsten klappt das eigentlich perfekt. Da vorne ist jemand. Und ich musste niesen. Sorry. Niesen muss auch mal jemand. Ich bin nämlich noch ein bisschen angeschlagen. Manche wissen ja, ich bin ein bisschen krank. Und ja, das bin ich. Hallo? Chat chillt. Warum chillt er? Okay, wenn er da wirklich so chillen will, dann... Ciao. Was? Ich kann nichts machen. Das war... Ja. Das war's wirklich. Was war da los? Oh, okay, Armin. Würde ich sagen, habe ich dich auch gekillt und du bist raus. Sorry. Was machen die anderen gerade eigentlich? Willst du dich da runterlassen? Ja gut, kannst du mal probieren. Sieht schon recht stylisch aus. Kann man wirklich nichts dagegen sagen. Mach mal weiter dein Ding. Ich bin aber wirklich sehr erstaunt, dass ich noch so gut am Start bin und der Goldapfel wirkt anscheinend immer noch. Das heißt, ich habe so ein richtig gutes Plus und kann jedem einen auf den Deckel geben, der mir irgendwie ein bisschen zu nahe kommt. Und das ist natürlich immer gut zu haben. Aber der Kill gerade eben von Armin war... ich weiß nicht, ob der es mir wirklich so leicht gemacht hatte oder ob er einfach mich nicht gesehen hat. Kann sein, dass ich unsichtbar war für ihn, oder? Ich bin doch nicht unsichtbar, nein. Ich bin nicht unsichtbar. Ihr könnt mir nichts sagen. Ich bin nicht unsichtbar. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber ich würde sagen, wir könnten ihm mit einer Enderperle eigentlich so einen kleinen Besuch abstatten, oder? Was meint ihr? Wobei er sehr gut equipped ist. Ach, ich probiere es einfach. Dup, 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 dup. Nein, 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 ich hab's genau geschafft, aber ich bin leider runtergesprungen. Nein, 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 nein. Doch, jetzt gilt erstmal ein Snickers. Super geil. Ey, Flo, immer wenn du durstig bist, dann wirst du zu Diva und verlierst. Uiuiui. Ja, gut. Das war natürlich ein sehr, sehr geschmeidiger Move. Kann man nichts gegen sagen, ne? Hätte ich eigentlich ohne Probleme gewinnen sollen oder können, aber naja. Das war ein Fail. Er chillt da oben einfach nur. Er hat da nichts Wirkliches vor. Er hat sich einfach seine Base gebaut. Und so, ja, ich baue hier weiter. Mein Leben chillig. Geht easy. Locker. Jetzt will er die Mitte auch an sich bringen. Ansonsten sind ja nur noch 3 andere. Beziehungsweise es gibt ja nur noch diese 2. Brille 55 schaut auch noch im Undercover-Modus zu. Das heißt, macht mich stolz, meine Kleinen. Ich war also unter den Top 3 gelandet, einfach weil ich es riskiert hatte und weil ich wahrscheinlich den falschen Trank getrunken hatte. Ich,
Ich weiß auch, es war eigentlich ein Gifttrank, denke ich jetzt einfach mal. Ansonsten wäre ich niemals so schnell gestorben gewesen. Und ich war eben nicht darauf vorbereitet, dass ich mich wirklich exakt auf seine Plattform oben drauf werfe mit der Enderperle. Ich meine, wer denkt schon, dass mal das klappt? Wer denkt schon, dass ich das packe? Ich nicht. Er hat sich hier schon ziemlich gut ausgebaut gehabt, da kann man wirklich nichts dagegen sagen, er hat schon verdient gehabt und ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber draußen stürmt es gerade eben die ganze Zeit. Hoffe mal nicht, dass man es hört. Okay, Endfight in der Mitte. Wollt ihr? Oder denkt ihr euch so, nee, 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 ein anderer Tag soll's werden. Dienstag ist dafür nicht ganz so gut geeignet. Sag mal, was hakelt's jetzt hier schon die ganze Zeit so? Könnt euch aber auch ein bisschen zurücknehmen, ne? Egal, wer jetzt davon da oben die großen Wasser immer ausschüttet. Hört mal auf damit. Das reicht. Ich habe genug Regen für die letzten Tage gehabt. Free Fire. Ich hoffe mal, du hast gute Ausrüstung, aber sieht nicht wirklich danach aus. Oder das ist einfach nur sein Outfit und er hat keine Rüstung. Hast echt keine Rüstung? Falls ja, wäre es ein bisschen bitter. Was hat er eigentlich an? Das ist voll der Ogre praktisch. So einen Skin habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist echt der richtige Ogre. Hättest du ihn noch mit einem Pfeil runterbekommen. Stimmt, der hat ja auch noch die Pfeile von mir bekommen gehabt. Oh. Aber ich muss eindeutig sagen, Cuba ist durch meine Ausstattung wirklich sehr, sehr weit vorne, was die Nasenlänge angeht. Weil ich meine, hallo, Diamantrüstung gegen No-Rüstung und ein schwaches Schwert, das ist wirklich eindeutig, dass er gewinnen wird. Kann ich mal aufhören zu regnen? Das kriege ich nicht raus, das hört man voll mega stark in der letztrigen, in der Aufnahme. Na gut, dann pisst es eben hier die ganze Zeit umher, hab ich auch keine Probleme mit. Aber bitte nicht, wenn ich draußen bin. Wenn ich im Haus sitze, ist das alles gut, aber ansonsten nee. Bitte nicht runter. Nee, nicht runterlassen, euer Wasser. Wir können das Wasser im Klo auslassen, aber bitte nicht hier. Jetzt blitzt auch Sabalot nochmal. Oh, oh, oh. Und ich würde sagen, zurecht geworden. Cuba 2003, GG, you've made it. Yo, 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 Breakdance, Breakdance Move, Breakdance Move. Oh, 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 oh. Welcome, welcome, you have won. And I will congrats you. So, dann würde ich sagen, zum Ende des Matches nochmal, schreibt mal eure Meinung zu dieser grandiosen Map in die Kommentare. Und wie ihr es findet, dass ich auch mal bei euren Maps vorbeischaue und auf euren Maps zocke. Ich finde es wirklich sehr, sehr cool, da ihr mir erstens wirklich sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Und ich auch eure Arbeit ein bisschen praktisch schätzen kann dadurch, indem ich einen Part über sie mache. Weil ich glaube, so eine Map ist nicht in 5 Minuten kreiert. Das kann locker 20 bis 40 Stunden kosten. Und ich denke, das sieht man ihr auch wirklich richtig an. Deswegen nochmal danke an dich, Gamer5, dass du uns diese Map für diesen Part bereitgestellt hattest. Und wir alle sehen uns wieder im nächsten Part. Haut rein!